Ich bin gerade sehr unzufrieden mit meinem Streamingplan. Boah, sollen wir später bei GTA? Sollen wir einfach mal bei GTA reinschauen? Wir können es eigentlich mal machen. Wir können es, ich kann es mir vorstellen, ja. Wir gucken später mal rein, ja. Machen wir. Minecraft machen wir später auch noch, doch, doch. Macht mal gerne den Hype-Train voll. Das würde mich sehr freuen, Leute. Ah, Digga. Mmh, so lecker, Digga, wirklich so gut. Franzi 1G, Dankeschön. Ich schaue gerade schon wieder in die Trends und ich kann nur Kopfschütteln, ne? Ich kann wirklich nur Kopfschütteln, Leute. Also da bin ich mal wieder komplett überfragt, ne? Da bin ich mal wieder komplett überfragt, wirklich. Auch ein sehr nicer Track im Hintergrund. Hört mal hin, warte. That make got this freedom in my life. 19 Blockbuster 97, danke schön für deinen Sub. Kuss, Bro. Wir machen heute ganz ruhig, Digga. Wir machen heute ganz ruhig. Ich muss sowieso streamingmäßig muss ich ein bisschen was umplanen und ein bisschen was anders machen. Aber ja. Eine Sache noch. Ich hatte vor, beziehungsweise ich habe es nicht nur vor, es ist jetzt so right ready. Vom, was ist das, 26. Oh, Digga, ich fress mir gerade so eklig rein. Nein. 5. September bis 25. September habe ich mir ein Wohnmobil gewietet, ein Van. Werde durch Deutschland fahren, mit allen Leuten Content machen. Danach werde ich einfach nach Schweden fahren und mal gucken, was da so abgeht. Wir werden auf jeden Fall eine Menge geilen IRL-Content machen. Und, dann schaue ich mal, ob ich auch meinen Plan umsetzen möchte. Bezüglich eigenem Streaming-Van und so weiter und so fort. Schauen wir mal, Digga. Macht mal bitte diesen Hype-Train hier vor, Leute. Ich fühle mich sonst wirklich schlecht, muss ich ehrlich sagen, wenn ihr hier kein Geld ausgibt. Ich vermisse, als du noch bis 0 Uhr gestreamt hast. Digga, ich sag's dir so, wie es ist. Ich kann momentan nicht bis 0 Uhr streamen. Das fickt zu sehr meinen Kopf. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Ich bin... Ey... Lass mich ranzoomen. So knapp bin ich davor, an einem Burnout zu sterben. Weil momentan ist sehr viel ongoing wieder. Alexander, dankeschön für den Sub. Wir haben, ich habe neue Immobilien und sowas gerade akquiriert, beziehungsweise befinde mich mitten in einer Baumaßnahme. Und muss natürlich da eine Menge Zeit für aufwenden. Notartermine, Kreditangebote, bla 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 bla, all das. Wir strukturieren gerade hier ein bisschen was um. Wir machen auf jeden Fall ein bisschen Reaction-Scheiße, Leute, heute. Also ich muss ein bisschen ruhiger machen, wisst ihr, was ich meine? Soll meine Mutter dir ein Pflaster schicken? What's up, Geronimo? Was geht ab, Bro? Wir machen ruhig, Leute. Ich muss momentan ein bisschen auf Bremse treten, wisst ihr, was ich meine? Ich habe auch echt schon überlegt, muss ich auch ehrlich sagen, einfach mal Twitch für einen kompletten Monat zu pausieren und mir wirklich Gedanken machen, ob ich vielleicht komplett... den ganzen Stream mal für einen Monat pausiere und mir dann wirklich Gedanken mache, Content-wise, Leute. Am Saufen bin ich momentan auch viel mit Luca, ja. Das ist meine einzige Freizeitbeschäftigung gerade. Mich betrinken am Wochenende mit Luca, das ist traurig, aber es ist leider so. Ich erinnere hier an der Stelle nochmal an den Hype-Chain, Leute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den voll machen würdet, Digga. Was soll ich sagen, Leute? Macht ready das Ding. Ja, ansonsten, ich mag dein Content. Bitte nichts ändern, aber es muss ja auch mir gefallen. Es muss ja nicht nur euch gefallen. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb, wir machen ganz ruhig, Leute. Na, wir schauen. Maybe mache ich wirklich mal für einen Monat komplette Pause. Weil das Ding ist, wenn ich überlege... ein Monat. Ich hätte auch nochmal Bock auf Fortnite eigentlich, ne? Hype-Train wird nichts mehr, auf keinen Fall. Ich bin gerade so ein bisschen lost, was das angeht. Wisst ihr, was ich meine? Ich könnte halt weiter meinen Reaction-Kram mit Talk hier machen. Macht mir voll Spaß und so. Aber, wäre natürlich geil halt, wenn wir dann noch was anderes dazu bekommen, ne? Deshalb. Wisst ihr müsst euch mal so vorstellen.
Ich drehe jetzt, Luca, danke schön für den Sub, Bro. Ich drehe jetzt am nächste Woche Montag drehe ich mit Kai Pflaumen ein Video. Wenn ich habe jetzt mal meinen kompletten Tagesablauf so mal durchgesponnen. Wisst ihr, was ich meine? Das geht ab, Saftig HD. Und hab mal geschaut so, was ich an einem Tag alles mache. Ich will hier nicht flexen oder sowas, aber das ist so geisteskrank viel. Und das ist auch das Problem mit GTA. Das kotzt mich immer noch sehr an, dass es da nicht weitergeht. Also, soll die mir einfach diese dumme Lizenz geben, so, ich check's nicht, Mann. Ich hab wirklich keine Zeit, mich 6 Stunden am Tag einem scheiß GTA-Server zu widmen. Das kann ich nicht, Digga, das kann ich nicht. Wisst ihr, was ich meine? So, spiel ich lieber wieder Minecraft, hab ich 10.000 Zuschauer, hab ich zwar nur 10-Jährige im Chat, ist aber einfacher. Wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung. Also, sehe ich halt nicht. Wenn ich überlege, mit 3 Stunden Stream am Tag plus 3 Stunden Videos sind 6 Stunden am Tag schon mal weg. So, dann nochmal 2 Stunden Meetings und sowas, dann habe ich einen normalen Arbeitstag theoretisch. Aber dann kommt ja noch so viel mehr dazu, wisst ihr, was ich meine bei mir? Nochmal, das sind alles Sachen, die ich freiwillig mache, die ich gerne mache, so Charity-Organisation, Immobilien, Mitarbeiterkoordination, Event-Koordination und so weiter und so fort. Das alles, ey, ich sag's, wie es ist, Leute. Ich bin momentan, glaube ich, bei einem aktiven 14- bis 8-Stunden-Tag durchgehend. Und ich hatte die letzten 2 Tage Zeit und ich schwör's, ich war überfordert damit. Ich war überfordert damit, Wochenende zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich habe wirklich, das klingt erst behindert so. Und das wird mir auch keiner hier glauben. Das wird mir keiner glauben. Dafür bist du auch reich. Ich heul nicht rum. Ich beschwere mich kein bisschen, Digga. Ich weiß ganz genau, und das ist ja der Unterschied. Viele Leute kreien einem das, glaube ich, immer an. Ich weiß selber, wie privilegiert ich bin und in was für einer krassen Situation ich bin und was ich für unglaublich kranke Möglichkeiten habe. Das weiß ich alles, Digga, das weiß ich alles. Aber ich habe die letzten 6 Jahre so selten mal wirklich Wochenende gemacht, weil wenn ich im Urlaub bin, so, dann ist es halt das Gleiche. Da wird natürlich auch gearbeitet, so, wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt nicht geil, das ist halt nicht geil. Deshalb würde ich gerne meinen Content dahingehend ändern, dass ich generell das mehr in mein Leben integriere. Bisschen mehr hin zum Vlogging-Content, Gaming nur noch dann, wenn ich wirklich das fühle und Bock drauf habe. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss, glaube ich, einfach ein bisschen umswitchen. Ansonsten bin ich irgendwann kreativ-Burnout-mäßig so weit, dass ich gar keinen Bock mehr auf das habe, was ich liebe. Nicht mal, dass ich sage, oh, körperlich, ich bin gefickt oder so, sondern primär, das ist für mich die schlimmste Vorstellung. Die schlimmste Vorstellung wäre für mich, morgens aufzustehen, zu merken, boah, ich hasse das, was ich gerade mache. Weil dann würde ich aufhören. Dann würde ich instant aufhören mit Streaming, dann würde ich instant aufhören mit YouTube und so weiter und so fort. Ne? Wenn ich keinen Bock mehr darauf hätte, würde ich einfach aufhören. Und das ist auch wieder no flex, so. Ich bin ja nicht darauf angewiesen, wisst ihr, was ich meine? So, wir haben das schon oft genug durchexerziert und durchgerechnet, Digga. Wenn ich das alles zusammenrechne, so, dann trage ich meine monatlichen Kosten samt Mitarbeiter für ein Jahr, ohne dass ich dafür einen Finger bewegen muss. Das klingt super, super abgehoben und dumm, aber dessen bin ich mir bewusst. Aber ich mache gerade weiter, weil es mir Spaß macht und weil ich das liebe, dass wir uns eine Community aufgebaut haben, fucking 3 Millionen Menschen auf meinen Content daily warten und sowas. Das ist für mich immer eine Motivation. Und, Deshalb muss ich halt einfach da, glaube ich, ein bisschen was umstellen. Wisst ihr, was ich meine? So, Monte hatte letztens auch davon gesprochen. Ich glaube, ganz ehrlich, ständig unter diesem Druck zu sein und ständig halt zu machen, Digga, das ist halt irgendwann kopfig. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe noch so viele Sachen, die ich eigentlich... Boah, auch ein Baba-Track hier wieder. Hört mal hin, dieser Bild ab. I'm like, wow. Boah, so schöner Track. Tree Carvings von Chase Sarp. Naja, jedenfalls auch das Ding so. Ich habe immer so ein Stück weit das Gefühl, dass ich so eine Rechenschaft schuldig bin. Wisst ihr, was ich meine? Euch so. Wisst ihr, weil ihr seid quasi daran gewöhnt. Es gibt täglich ein Video mindestens, manchmal 2. Es gibt die Streams sowas. Aber ganz ehrlich, Digga, irgendwann ist das auch too much. Man muss auch mal ein bisschen auf sich selber achten. Deshalb, ich schaue gerade, wie ich das hinbekomme, so ein bisschen. Die letzten 2 Tage frei waren für mich wirklich, und das ist krass, dass ich das sage, es war weird, Digga. Es war seltsam, frei gehabt zu haben. Das muss man sich mal reinziehen, Digga. Das ist
dass ich das anormal finde, dass ich mal mir eine Auszeit nehme, wisst ihr? Das ist halt, Digga, nicht, dass du so endest wie Jonas Peters. Ich schwöre, Leute, ich schwöre euch, das ist das Ding, dieser komplette Beruf Creator, dieser komplette Beruf Streamer, YouTuber, wir sind alle unserer Community und dem Algorithmus ein Stück weit unterworfen. Gerade wenn man nicht das Privileg hat, das so lange schon zu machen wie ich und so etabliert ist wie ich. Wisst ihr, was ich meine? Dann ist das ein Job. Dieser Algorithmus, dieser Job ist quasi gemacht für Burnout. Wisst ihr, was ich meine? Ey, ich kenne so viele Leute und ich brauche hier keine Namen nennen, die um mich herum ständig nach und nach wegklappen. Und ich habe schon so oft über mich gehört, dass Leute mich ernsthaft fragen, ob ich eine starke Kokainabhängigkeit habe oder wie ich das sonst geregelt bekomme, all diese Sachen gleichmäßig zu machen. Und Digga, ich kann es euch manchmal selber nicht sagen, aber eins sage ich euch, ich nehme auf jeden Fall keinen Koks. InScope übrigens auch nicht an der Stelle, das sei mal gesagt an der Stelle hier. Aber ja, so ist es, Leute. Das ist halt das Problem. Man ist halt ständig diesen Sachen unterworfen so. Und dann steht man natürlich auch oftmals ein Stück weit in der öffentlichen Kritik für bestimmte Dinge, die man sagt. Und das ist alles nachvollziehbar. Aber man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass dahinter ja immer noch so ein Mensch steht, wisst ihr? Und da muss man halt auch mal gucken, dass man sich so ein bisschen Zeit für sich nimmt. Und auch mal schaut, dass man auf die eigene persönliche Gesundheit ein bisschen achtet. Kekkev, Dankeschön für deinen Resub, Bro. Kuss. Nochmal, das klingt jetzt hier, als würde ich hier so über am Heulen sein, so nochmal. Das ist nicht der Fall. Ich erkläre euch nur, dass sich auf jeden Fall irgendwie in meinem Content stark was ändern wird und ihr damit sowieso cool sein werdet, weil es was Neues ist, was Geiles. Ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht, aber ich fühle mich so bereit, irgendwie den Next Step zu machen. Läuft deine Koop mit Red Bull nicht mehr? Besser denn je, besser denn je. Besser denn je. Wisst ihr, so, ich würde nicht sagen, dass ich den Bezug zum Gaming verloren habe, um Gottes Willen. Ich mag es noch sehr gerne und ich fühle es immer noch sehr. Aber ich sehe mich nicht mehr den Tag lang 8 Stunden zocken. Wisst ihr, was ich meine? Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, Digga. Ich check, by the way, mein Titel. Ich check sowieso nicht, hätten wir nicht eigentlich auch einen Bann bekommen müssen? Ist das nicht so? Ist das nicht so? Da war doch... Ich meine... Wir reden nicht drüber, ne? Papa Platte an der Stelle. Grüße. Grüße. Kevin hat keinen Bann. Ah, okay. naja, ihr wisst warum. Vermisst du die Eifel? Kein bisschen, Digga. So,